Ja, hier auf der Lahnbrücke, Sachsenhausener Brücke auch genannt, schauen wir uns jetzt hier das kleine Wehr an. Links ist schon gesperrt. Da wird dann das saniert, soweit man lesen konnte. Oben drauf ist Fußweg und Radweg, der ist dann auch nicht mehr zu benutzen. Und vielleicht kommen wir noch ein bisschen näher dran. Ja, leider haben sie den Fuß- und Radweg rüber zur Baustelle gesperrt. Wie man sieht, ist da jetzt legal kein Durchkommen. Und schauen wir mal, wie es unten an der Lahn aussieht. Ja, über den Weg ist es dann wieder legal, bis zur Baustelle vorzugehen oder heranzugehen. Und wir haben die schon einen Kran hingebaut. Ah, jetzt sieht man es besser. Ah, jetzt sind wir hier am Wehr angekommen, soweit es geht. Noch schön die Schilder, hier ist ein Bauzaun, bleiben natürlich stehen. Da ist der riesige Kran. So schaut es aus. Das rechte Wehrteil ist aufgestellt, dass es dann nicht mehr durchfließt. Das linke in Flussrichtung ist noch offen. Und drüben ist das Lahnfenster. Ja, ein bisschen näher konnte man noch ran. Es ist scheinbar Sand da unten oder Gewichte fürs Hebewerk hier, um den ganzen Kran. Und es dürfte ein Plan sein zum Abdichten. Ja, mal einen schönen Blick auf den Kran. Die Baustelle ist natürlich verdeckt durch die vielen Bäume hier. Gehen wir mal runter zum Wasser. Na, hier am Gießen Wehr 1 angekommen. Gucken wir nochmal aufs Wehr. Rechts, wie gesagt, hochgestellt, links unten. Da ist die Lahninsel. Und hier ist jetzt gerade nicht gesperrt. Ja, hier beim Zwederzut angekommen. Hier kann man Partyboote ausleihen. Kanus. Anderer Blick auf den Ausleger des Krans, leider ein bisschen Gegenlicht von der RC Hassia Seite aus, und man sieht schon, wie lang das Teil ist.